Ja, du. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Knack und Back. Kann man so sagen, ja. 15 Karriere, ja. Außerplanmäßig, wenn man so will. Heute mal nicht im Tabellenübersichtsmodus. Ja, und zwar, ja, wie kommt es, dass wir hier diese kleine Zwischenfolge präsentieren? Ist ja Winterpause. Ihr habt ja das letzte Spiel sicherlich gesehen gegen Mainz. Souverän gewonnen, 2-0. Ja, es ist einiges passiert in dieser Winterpause, die wir eigentlich überspringen wollten. Ja. Wir wollten ja nur ein paar Leute ausleihen, haben wir ja gesagt. Genau, um uns zu verstärken, richtig. Aber es sind so ein paar Angebote ins Haus geflattert, die man nicht ablehnen konnte, nee, oder? Und zwar haben wir jetzt insgesamt ungefähr 30 Millionen eingenommen mit drei Spielern. Mit drei Spielern, ja. Dazu wird Patrick Helmes. 4 Millionen. Ja. Dann gehen wir mal dann den nächsthöheren, wären die 10 Millionen für Anthony Uja, der ist aber noch nicht über den Tisch. Wird aber sehr wahrscheinlich nach Schalke gehen für 10 Millionen. Ja. Und dann natürlich unser Königstransfer, den Timo Horn. Der eigentlich wehtut, ne? Ja, eigentlich aber schon. Aber für 3,9 Millionen war er wert. Ja. Und für 15,5 kauft Leverkusen den. Also, entschuldige. Ist bescheuert. Also, konnten wir ja nicht ablehnen. Ja, Schalke hatte 6,5 für Uja geboten. 4,5 war er, glaube ich, wert oder 4. Und ja, 10 Millionen haben wir dann gesagt, mach es. Ja. Und dann mach es, ne? Ja. Und Helmes haben wir gesagt, 4 Millionen, mehr kriegst du nicht mehr im Sommer. Weg damit. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein paar Anfragen zu Spielern gestellt, von denen wir denken, die könnten uns jetzt weiterhelfen. Wir wollen auf jeden Fall einen Knipser im Sturm. Wir brauchen einen Knipser. Ja. Und dann das Mittelfeld ein bisschen aufstocken und ja, Torwart, ja, sagen wir, machen wir erstmal den Kessler und oder vielleicht den Miesenhüller. Vielleicht einen Jugendhüller. Mal gucken, wie der Miesenhüller. Ja, dann gucken wir mal, was denn die so sagen. So, der Tielemans, der soll für 15 gehen. Ach du Kacke. Das ist. Gut, der ist 17, der junge Mann. Aber das ist natürlich ein geiler Transfer, ne? Das ist aber Mittelfeld, ne? Der ist Mittelfeld, ja. Laporte. Eieieiei. Warte, ich lösche die mal. Okay. Icardi für 30. Eieiei. Tun wir auch mal direkt weg. Coutinho kommt für 38. Okay, wir haben so ein bisschen falsch angefangen. Halilovic. 11 wäre natürlich, aber... ZM. ZM war der. Ja, ich glaube ZD. Oder ZM ist auch egal. Also gerade Mittelfeld. Also natürlich beide teuer, ne? Also beide sehr teuer. Wir können beide nicht leisten, wir brauchen auf jeden Fall noch wirklich einen Stürmer. Das ist am dringendsten. Aber da warten wir erstmal noch ein bisschen, ne? Ja, wie haben wir dann ein Angebot bestellt? Da haben wir doch schon einen. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Ja, war unsere Wunschliste mit dem Stürmer, wie heißt er nochmal? Diabe oder so, ne? Diaballa, da. Ja, Diaballa. Ja. Oh, Ziskovic haben wir auch angefragt, ne? Ich frag mal Diaballa an. Hoffenheim zeigt Interesse. Oh, da müssen wir noch rein. Ach so, ja, man fragt zu Diaballa. Ach, haben wir noch gar nicht. Nee, haben wir noch nicht. Herr Gotter wollten wir noch ausleihen. Ja. Das war vor den ganzen Kohle-Dings. Ja. Ja. Und Zivkovic vielleicht, aber der ist ja leider gerade gewechselt. Da wird, glaube ich. Anfragen für Laie mit Kopfoption oder was? Weiß nicht, was wir das machen. Mal gucken. Wie viel ist der wert? Das weiß ich ja überhaupt nicht. Ach, das wissen wir nicht. Weiß nicht. Meinst du, er geht für 2 Millionen? 5? Ja. Aber, warte mal, ist jetzt eine Laie, ne? Oder hast du eine... Ganze Saison. Laie. Ja, okay. Nee, ja, die waren dann machen wir weiter. Doch alle irgendwie ein bisschen teurer als gedacht, ne? Ja, wir haben dann... So. Also, wir brauchen... Ich geh direkt ab hier. Laie gekauft. Hätte ich nicht direkten, nicht, ja. Den kriegen wir. Keinen direkten Konkurrenten. Mein Gott, er ist weg. Den Brand. Haben wir jetzt davon. Ist der Brand 21 Millionen, der Geist. Ja, wir haben uns verkalkuliert, ne, ein bisschen. Ja, mit denen, die wir angefragt haben? Ja. Oh, ja, na, gehen wir, okay. Ziehst du bestimmt unten gesagt. 8 Millionen. Das macht. Möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich unser Preisvorstellen im Bereich... Die verkaufen ihn auch sofort wieder. Der ist halt erst 69er Stärke, ne? Den Baumarkt. Ja, warte mal, am Anfang von FIFA wahrscheinlich, aber wissen wir jetzt noch nicht, wie stark er ist. Dieser 70. Ja. Oben 7 Millionen. Der wäre ja auch machbar, ne? Ja. Ja. Das ist Diaballa, 16,5. Ja, natürlich. Wir haben den Vertongen da nicht angefragt, noch nicht. Wie hieß der Wunschliste? Der steht auf der Wunschliste. Achso, ja gut, dann guck doch mal wieder. Perretö. Anfrage zu Perretö. Ein Franzhus. Ja. Tja. Das ist echt blöd, dass wir die jetzt quasi erstmal beobachten müssen, ne? Ja, wo sind die denn? Warte, die waren doch hier irgendwo.
Von dem? Nee, ich will die nicht wegschicken. Ich will die in diese 232. Genau, hier wollte ich gerade. Nee. Wollt die Pferd, die wir eben. Den blickt da sowieso nicht durch. Ach ja, wer blickt denn schon so durch? Auf der Wunschliste. Ach, die stehen nicht auf der Wunschliste, ne? Die Jungs. Die wir angefragt haben. Du hast die doch immer auf der Wunschliste gefangen. Also. Ich bin wirklich ein aktiven. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall sehr. Ja, wir warten noch ein bisschen, glaube ich. Ja gut, aber zwei Wochen jetzt, ja knapp drei Wochen Zeit. Ja. Spieler verkauft, da ist er weg, der Uja. Ja, zwei Wochen. 10 Millionen. Da wäre du. 19. 16,5, der Dybala. Ja, Bala. Zivkovic dazu. Wären dann 24. Und dann können wir uns gar keinen mehr leisten fürs Mittelfeld. Also ich glaube, Neves war auch Stürmer, ne? Weiß ich was nicht. Was, wenn wir Neves und Zivkovic holen und dann noch einen? Die sind halt jung, die können uns vielleicht nicht sofort. An sich war das alles irgendwie, die sind alle zu teuer. Mist, ey, wir brauchen einen Stürmer. Einen Stürmer mit gutem Abschluss. Zack, den und dann holen wir uns noch. Würde ich ja zu tendieren eigentlich. Für 15 kriegen wir den vielleicht, oder denkst du? Ja, wir fragen jetzt. Du willst erstmal jetzt ein Angebot. Das 11. Erstmal 11,5. Wie findest du denn Wert? Zählt das irgendwie? Wert 16,5. Ach, Scheiße, das ist doch keine 16,5 mehr. Wir haben mal ein bisschen Zeit. Wir können ja ein bisschen rumpokern. Ja, was die Position von Horn betrifft. Ja, Kessler. Mal gucken. Hat man nicht noch irgendeinen. Guck doch mal, geh mal auf unsere Aufstellung. Was, also. Wir haben ja. Ja, gut. Helmes und Osako. Helmes noch nicht weg. Und dann brauchen wir noch. Haben wir denn diesen Leih. Wir haben noch einen ausgeliehen. Ja, Kate haben wir noch ausgeliehen. Der ja. Leia. Der Leia. Da ja, genau. Der ist zumindest für die Außenbahn so. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch so einen für hinter die Spitze. Also so einen zentralen Mittelfeldspieler, oder? Nee, hierfür wollten wir eigentlich. Ayub soll ja da Sechser, ja. Durchstarten. Ja, ein Sechser, deswegen war ja Halilulovic ja eigentlich ganz gut, weil er kann beide Positionen spielen. Ja, dann holen wir doch den dazu. Wenn wir den Diabala kriegen, dann den ja Halilovic noch dazu. Ja. Das finde ich gut, ja. Ja, machen wir. Ja. Ja. Das ist jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben als Traum. Ja doch, eigentlich schon. Ja, schon. Ja, also okay, ich finde das so gut. Den Diabala wollte ich sowieso. Den Diabala wollte jeder. Oder den wäre du. Was hat der 11? Wer ist das? Wer ist denn 19, ja. Tielemans ist halt auch 15. Der würde passen. Wenn wir den für den Diabala für Dingens kriegen, für die 12, würde ja der passen. Der ja, dann warte noch mal kurz, was die sagen mit Diabala, wie viel wir den kriegen. Tielemans wäre cool. Und dann machen wir bei dem auch 8 11, Millionen. Haben. Erstmal 8 Millionen. Ich weiß nicht, nachher sind sie halt beleidigt. Ja, dann sind sie halt beleidigt. Auch und wollen nicht mehr mit uns verhandeln. Ja, haben wir noch andere Feuer im Eisen. Eisfeuer. Wir müssen erstmal das Spiel gegen Hamburg gleich überstehen. Ohne Horn. Helm ist jetzt auch. Oh, Russland! Oh, Russland finde ich cool. Hört ihr mal, ja? Okay, dann möchte ich. Okay. Leihe mit Kauf. Ab die Zeit hier angerufen. Ja, wir lehnen die Kaufoption ab. Der Verein ist ja, okay. Nicht sicher, ob er. Okay. Das heißt, die Leih, der muss höher sein. Was haben die ja gesagt? Wenn wir den jetzt leihen und dann haben wir mal eine Leihoption mit 7 machen. Okay. Okay. Ich glaube, wir nehmen sie an. Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Man muss auch Leute auf. Na, aus. Aus? Nee, 7 doch. Ja, ja. Das wäre ja, eigentlich ganz cool. Das finde ich gut. Ja, das wäre cool, ja. Puh, bisschen will ich hier schon so gewinnen hier. Spielerverkauf. Auf Wiedersehen, Helmes. In Achse. Nicht Helmes, Helmes war noch schon. Mindestens 11,5. Siehst du, die sind von ihren 15 runter. Also ist das ziemlich geil jetzt, die 11,5. Ist das Diabala? Das ist Tielemann. Ach, Tielemann? Ja, dann nehmen wir den für 11,5. Ja, ne? Ja. Oder für 11. Hm. 500.000 sparen oder nicht? Nein. Nein, okay, nein. Dann ja, nehmen wir den jetzt so. Wir kommen nachher, oder? Keine Ahnung. Okay.
Es sind aber nur 16 für Dingens übrig. Aber Helmis geht dann noch weg. Nee, Helmis ist doch schon. Helmis ist doch schon. Helmis war eben. Jetzt ist Helmis weg. Oh. Ah. Ja, dann ist das aber schon da drin. Ja, das ist leider schon da drin. Ja, was heißt leider? 16 für, kriegen wir ja. Die gehen ja auch noch runter. Wir brauchen noch ein bisschen Zeug für. Warum kann ich noch? Ach, 155.000 haben wir. Die haben ja auch was gekostet. Ja. Ne? Also. Die haben was wiedergegeben, ne? Haben wir das Angebot jetzt angenommen von Russland aus Versehen? Die angegebene Gebühr ist in Ordnung. Aha. Das wäre es natürlich jetzt noch. Den danach. Die angegebene Gebühr. Palermo hat akzeptiert. Das ist geil. Warte, aber hier, wir haben allerdings noch damit, ihn befristet. Ja, weil da hinten dran. Deswegen, die überlegen sie jetzt noch. 12 Millionen. Ja, geil. Ja, sehr geil. Da können wir uns sogar noch einen kaufen. Ja, wir gucken mal, was jetzt übrig bleibt. Schön. Was gehen wir denn? 50. 55? Ja, das doch, aber. 4 Jahre. 3, 4 Jahre. Essentieller Stammspieler, komm, Junge. Ja, da hat er sich verbessert, ne? Palermo FC. International. Aber gut, dass wir auf 4 stehen, sag ich. Gut, dass wir da oben auf 4 stehen. Ab 5. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vor Hamburg Transfers hinkriegen. Doch, das dachte ich schon. Laien Anderlecht auch. Anderlecht auch. Geil. Ja, ey, das sind unsere beiden Wunschspieler. Ja, Baller akzeptiert es auch. Ja. Mega geil. Thielemans. Boah, verdient er wenig. Ja, der kriegt aber schon mal ein bisschen jetzt. Ja, klar, machen wir 25. Ey, wirklich? Ja, vielleicht fragt ihr dann nicht mehr nach. Ja, kommt. Und, komm. Und ja, essentieller Schanspiel. Ja, komm. Darf er sein bei uns. Das sind sie, ja. Top. Guck mal jetzt. Zivkovic. Der Spieler wird in Kürze zu ihm stoßen. Ja! Geil! Finde ich gut! Es funktioniert doch hier, was wir hier. Kriegt auch eine 3000. Für Zivkovic. Der Ricciardo. Annehmen. Annehmen! Und dann haben wir noch. Ach nee, der eine geht noch. Dann haben wir noch 4 Millionen übrig. Ja. Ja. Und dann können wir noch, was weiß ich. Wollen wir einen ganzen. Helmis zurück? Torhüter? Ja, genau. Sollen wir einen. Nee, wir haben. Obwohl. Ja, aber die. Der Neselhöhler ist ja jung. Sauber. Geil. Ja, freut mich. Klasse. Oder sollen wir für die 4 Millionen noch in Jugendtyp investieren? So ein Scoutemann, ja. Wollen wir für 4 Millionen geben? Wir gucken wir jetzt mal was. 4,3. 20. Oder wir heben die auf, wir wollen ja auch noch 7 Millionen. Ja, dann hebt die auf, wir müssen jetzt nicht alles verbraten. Ja. Jetzt haben wir 3 Spieler. Wir sollten aber noch irgendeinen verkaufen. Um diese 7 Millionen sicher zu haben, oder? Kriegen wir dann nicht irgendwie am Ende der Saison noch was vor? Bevor wir ja, am Ende. Des, ich weiß nicht, wie das dann läuft. Keine Ahnung. Mal gucken. Sehen wir dann. So, wollen wir aber... Ach, Zivkovic kommt noch. Wir warten auf Zivkovic. Wollen wir denn noch einen verkaufen, oder? Oh, wen? Ja, da gibt es doch noch einige, oder? Ist das so? Ja, Alter. Sauber. Ja, hier oben auf Transferliste, die sollten wir mal wieder runternehmen mit Giesler. Enttäuscht, dass er... nicht häufiger eingesetzt wird, schade. Vertrag verlängern wir nicht, ne? Nee. Nehmen wir Hector, Wallenborn, Petro Olkowski, Kater, Green, ohne Kaufoption. Ja. Brücker, der will nicht wegfliegen. Coeto, Halfa, aber dafür bräuchten wir dann einen Ersatz irgendwie. Nee, lass Halfa erstmal. Als Backup für Kater jetzt erstmal. Ja. Risse unverkäuflich natürlich. Nee, man kriegt das Probleme dank Tiedemann. Ja, das stimmt. Also Konkurrenz ist ja gut. Belebt das Geschäft. Man könnte... Macho Shit sein. Wenn wir verkaufen den Dave, was den würde uns wenn nicht. Ein Zoller, können wir auch direkt kaufen. Ja, nee, das gefällt mir. Ja. Da gucken wir mal, was wir da in der Ausstellung so reißen können. Aber da kommt ja noch einer. Nee, Zipkowitz ist schon da. Ach, da. Dave haben wir. Ja, nicht mehr lange. Ich komme nicht auf Devers und drauf. So. Da ist er. Ja, Baller. Wunderbar. Ciskovic, der ist immer noch mal mit. Aber egal. Ciskovic. Lassen wir den erstmal hier. Nein, was? Jetzt liegt ihn hier raus. Gerhard, erstmal. Ja, aber wie lassen wir den? Kommt jetzt. Nee, ich muss den erstmal gucken. Lehmann fliegt raus, ne? Ja. Ja, gut. Ja, die sind alle da. Ja, dann für den Kater rein, für den Halfer. Ja, Kater für den Halfer. Ayub bleibt ja erstmal da. Welchen Fuß hat er überhaupt? Beide.
feiere ich gut, wenn er zwei Küche hat. So, Zivkovic. Naja, Sarah spielt uns eigentlich nie, ne? Ab und zu, ey. Ich meine, wir brauchen nicht Matuschik und Lehmann da. Und wir brauchen die beiden nicht. Ja. Das ist Blödsinn. Ja. Aber momentan eher Machrei drin lassen. Ja. Ja, geil, ja. Freut mich. Okay. Dann lassen wir die erstmal so. Ayub kann man ja immer raus tun, mal. Ne? Wenn ich den Zivkovic bin, aber sag mal, guck mal, was er für Wert hat. Von wem wissen wir das? Achso, wir wissen von gar keinen gewertet. 77er Abschluss. Ja, das ist ja ganz gut, ne? Antritt, Beweglichkeit. Ja. Ich glaube, die kann man gar nicht so gut sehen. Dann lassen wir erstmal Kessler oder Mesenhöhner? Tja. Also ich glaube, wir werden eher irgendwann einen besseren Torhüter finden als den Mesenhöhner. Ja, das stimmt. Also, aber wir verlängern den Kessler aber nicht. Nee, lass mich drauf ankommen erstmal. Okay. Oder? Okay, oder? Ne, okay, alles klar. Und sonst holen wir uns im Sommer irgendeinen. Ja. Nein, uns irgendeinen Office. Jüt! Hier kannst du ja gucken. So, wir haben eine neue hier. Getter. Aber der ist ja ohne Kaufoption. Ohne Kaufoption. Der geht auch wieder zurück. Thielemann, der Juri. Den haben wir gekauft. Hm? Matthias Kingsley. Wie Bala, 80er Abschluss, das ist schon mal geil. Ballkontrolle, Dribbling, der ist auch sau schnell. Lange Schüsse, 76, ne? Der ist sau schnell. Ja. Der kann passen. Kann er. Nachfrei ist auch dabei, Nagasa. Zivkovic. Das ist auch recht schnell. Ne? Und der ist auch beweglich und alles. Ja. Wert 825.000. Und wir wollen 7 Millionen für den ausgeben. Hör mal, der Baller hat Wert von 5 Millionen. Das, ja, wir haben echt. Aber die sind halt jung. Das ist eine Wertinvestition. Genau. Ja. Und so, wen wir verkauft haben, der Horn, der war ja auch schon ein steinalt. Ja, das ist schön. Mason Müller, wen hat man denn noch? Das war's schon, ne? Ja, das war's. Achso, das ist schon. Reicht auch, ne? Wollte gerade sagen. Ja, passiert hier eigentlich noch was? Nee, ne? Wir haben keine Millionen mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gegen Hamburg wieder, ne? Ganz genau. Bis dann. Ciao.